Hey ho ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, welche Bücher ich im Mai gelesen habe. Es sind 3 Liebesromane, ein normaler Roman und 2 Fantasy-Bücher dabei. Highlights sowie Lowlights, wie immer, geht einmal die Runde rum. Ich wünsche euch viel Spaß, schnappt euch was zu trinken und los geht's. Wie gesagt, ich habe im Mai 6 Bücher gelesen. Kommen wir direkt zur Statistik, dann haben wir es geschafft. Das waren 2754 Seiten, sprich durchschnittlich 89 Seiten pro Tag, was wirklich, wirklich gut ist. Ich hatte 7 Neuzugänge im Mai. Ich hatte aber auch Geburtstag, also sei es mir verziehen. Ein Subendstand war dann letzten Endes bei 63 Büchern. Das heißt, ich habe noch ein Buch aufgebaut auf den Sub. Die Folgemonate liefen ein bisschen besser, das kann ich euch schon mal sagen. So, als erstes möchte ich mit euch über Azurblau reden von Carina Schnell aus dem Everlove Verlag. Das gehört zu Piper und das ist der erste Band aus dem Sommer in Südfrankreich Dilogie, Reihe, wie auch immer. Es gibt noch den zweiten, das ist Korallenrosa. Da werde ich euch später noch von berichten in einem weiteren Video. Azurblau hat mich total überrascht. Wer den Vlog gesehen hat, wo der Sommerlove beim Thalia war, hat das vielleicht schon mitbekommen, dass ich dieses Buch sehr überraschend, sehr gut fand. Aber fangen wir mal von vorne ran. Worum geht es überhaupt? In Azurblau geht es um Ali und Alix, also A-L-I-X geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das französisch richtig ausspricht. Und Leo. Und Alice hat jetzt hier ihren Traumjob gefunden. Sie arbeitet in einem Sternerestaurant und als Jungköchin und lernt bei ihrer allmorgendlichen Joggingrunde im Hafen von Antibes, das ist an der Côte d'Azur, lernt sie ja, Leo kennen unter sehr, sehr lustigen Umständen. Und dann entwickelt sich was zwischen den beiden. Leo arbeitet auf einer Yacht und so kriegt man im Prinzip nicht das Leben auf der Yacht an sich mit, sondern eben dieses, was im Hintergrund eigentlich passiert. Das war sehr schön. Dieses Buch lebt einfach von dem Setting. Also Carina Schnell schafft das hier wunderbar rüberzubringen, wie es ist, dort am Meer zu stehen oder lang zu joggen. Die Düfte, auch von dem Essen, die Geschmäcker, das, was man sieht, was man riecht, was man hört, das schafft sie einfach super rüberzubringen. Die Geschichte war auch super süß. Allerdings bin ich den Charakteren nicht so richtig, richtig nahe gekommen. Ich hätte mir gerne noch mehr Infos zu den Nebencharakteren gewünscht, wie zum Beispiel Chloe, die hier sehr, ja, nur so ein paar Mal irgendwie aufgetaucht ist. Also spielt sich alles eben zwischen diesen beiden Charakteren in erster Linie ab. Also wer das gerne mag, ist hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ich habe es auch sehr, sehr gerne gelesen. Es ist ja auch wirklich sehr schön anzugucken, ob mit Buchschnitt oder ohne. Ne? Es ist, ich habe das hier auch immer, ich habe es hier auch so stehen, dass man das sieht, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich gucke aufs Meer. Also finde ich wirklich sehr schön. Das Ende war mir dann letztendlich auch ein bisschen too much, ein bisschen überdramatisiert. Ach, aber ich konnte es dem Buch einfach verzeihen und habe letztendlich dann auch 4 Sterne gegeben. Es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein absolutes Sommerbuch, wo man sich reinfallen lassen kann, wo man locker flockig durchkommt. Es ist wirklich sehr schön aufgemacht. Auch die Kapitelanfänge mit einer kleinen Mini-Illustration. Ah, da fällt mir mein Lesezeichen raus. Das finde ich auch sehr schön. Das gehört nicht zum Buch. Das habe ich schon Ewigkeiten hier liegen, glaube ich. Aber ich finde es schick. Genau, ja. So viel zu Azurblau. Das war ja ein... also das Buch, ich hatte nicht geplant, das Buch zu kaufen auf der Lesung. Aber Carina Schnell hat mich einfach überzeugt. Ich mag die Frau einfach total gerne. Sehr sympathisch. Ach, ja. Das Buch, was ich mir an dem Abend eigentlich kaufen wollte, das habe ich auch gekauft und das habe ich dann auch gelesen. Und das ist auch das nächste Buch, was ich im Mai gelesen habe. Und zwar rede ich von Vienna, Blinding Lights von Lara Holthaus. Es ist auch der erste Band von 2. Und hier geht es um die Königin der High Society von Wien. Deswegen heißt das Buch auch Vienna. Es hat mich sehr an Gossip Girl, also es hat
nicht wie Gossip Girl, aber es hat Gossip Girl Vibes. Es geht um Livia Hohenburg, Tochter des Bürgermeisters von Wien und It Girl mit einer 500.000 Follower. Dass sich unter ihren teuren Kleidern und hinter der perfekten Fassade eine zutiefst verletzliche Seele verbirgt, darf niemand wissen. Als überraschend die neue Freundin ihres Vaters samt Sohn Nicholas bei ihnen einzieht, ist Livia mehr als misstrauisch. Der ebenso attraktive wie arrogante Kerl verabscheut demonstrativ alles, was ihren glamourösen Lifestyle ausmacht. Doch obwohl Livia Nicholas mit jeder Faser ihres Körpers hassen sollte, hat er irgendwas an sich, das sie tief im Inneren berührt. Ein Spiel aus Anziehung, Verführung und Ablehnung beginnt. Das ist ein ziemliches Kontrastprogramm zu Azurblau. Dieses Buch ist sehr düster. Das ist, hat einen ganz, ganz anderen Vibe wie Azurblau. Azurblau war eine locker leichte Geschichte, die sich so dahin gezogen hat. Hier geht es wirklich ziemlich hart zu. Livia muss wirklich einiges wegstecken, hat wirklich ganz, ganz viel in sich drin, was sie selber wahrscheinlich als kaputt bezeichnen würde. Und auch ihre Freunde, dieser ganze Lebensstil tut ihr einfach nicht gut. Und ich glaube, das würde auch niemandem gut tun. Und dann, das Buch endet auch mit einem ziemlichen Cliffhanger, auch einem ziemlichen Plot-Twist gleichzeitig. Ich habe das zwischendurch zwar vermutet, hatte das dann aber wieder komplett verworfen und als totaler Quatsch abgestempelt und dann kam es doch und hat mich ziemlich umgeworfen. Ich werde auf jeden Fall den zweiten Band lesen, aber jetzt nicht, wenn die Sonne so schön scheint. Ich glaube, das hebe ich mir dann, aber es dauert auch noch, bis der zweite Band erscheint, dann für den Herbst auf, da passt das, glaube ich, besser. Es hat mich auf jeden Fall total mitgezogen, ich bin durch die Seiten geflogen. Es gibt auch hier eine Playlist dazu und diese Lieder kommen zum Teil auch wirklich vor, weil die gerade im Hintergrund spielen und Livia daran denkt. Und das finde ich dann immer schon wirklich schön. Manchmal denke ich mir, wozu diese Playlist in den Büchern? Wenn die dann diese Lieder dann aber tatsächlich auftauchen, dann macht es für mich doch wieder Sinn. Der Schreibstil ist auf jeden Fall mega, denn Lara Holthaus schafft es hier, eine Charaktere, also die Livia, die mir grundsätzlich unsympathisch ist, mir trotzdem so näher zu bringen, dass ich wissen will, was mit ihr passiert und was eben dahinter steckt und so weiter, weil, oh Gott, nee, sympathisch war die mir wirklich nicht, das stimmt, ja. Wie gesagt, das hat mich einfach so durch die Geschichte gezogen und deswegen habe ich dann auch 4,5 Sterne gegeben, tatsächlich. Und obwohl ich Livia, wie gesagt, nicht mochte, schafft Lara Holthaus es hier eben, dass ich sehr mitgefiebert habe, diese das, was auf Livia hier einwirkt von außen, welchen Druck sie unterliegt und wie ihre Innenwelt dagegen aber aussieht und welche inneren Kämpfe sie ausfechten muss, das war wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Das muss man erstmal so schreiben können. Liegt vielleicht aber auch daran, dass Lara Holthaus ja keine Vollzeitautorin ist, sondern als... Ist sie Psychologin oder Psychotherapeutin? Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, sowas. Und das merkt man, das kommt hier, finde ich, schon rüber. Auch wenn das jetzt nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen oder sowas, überhaupt nicht. Aber man merkt einfach, wie es passiert, was in Livia vorgeht. Und das war einfach richtig gut gemacht. Und das hat mich letzten Endes auch in erster Linie überzeugt. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Band. Dann waren noch zwei weitere Autorinnen bei der Lesung am Abend dabei, unter anderem Sarah Stankewitz. Und dieses Buch habe ich in der Bloggertüte gehabt. Was? Das war ja keine Tüte, so ein Stoffbeutel mit so ein paar Gimmicks eben drin. Unter anderem eben auch dieses Buch. Und Sarah Stankewitz hatte an dem Abend auch aus dem ersten Kapitel aus diesem Buch hier gelesen, Glow Like Northern Lights aus dem Forever Verlag. Und sie hatte schon gesagt, dass es eine sehr traurige Geschichte ist. Und so geht es auch in dem ersten Kapitel direkt los. Denn hier geht es um Lilly und im ersten Kapitel, im ersten Kapitel stirbt ihr Zwillingsbruder. Der hat ein sehr schwaches Herz, ist herzkrank. Und dann bricht für die junge Floristin eine Welt zusammen. Ihre Trauer findet in Berlin keinen Platz, also flieht sie kurz entschlossen nach Island, um den einzigen Menschen zu besuchen, der ihr in den letzten Monaten Halt geben konnte, Aaron. Die beiden haben sich online in einem Forum für Angehörige von herzkranken Menschen kennengelernt. Doch als sie endlich vor ihm steht, ist er
zurechtweisend. Erst während sie an seiner Seite die friedliche Schönheit des Landes entdeckt, wird ihm klar, dass Lily ihm längst mehr bedeutet, als gut für sie beide ist. Und es ist wirklich sehr traurig zu anfangen. Es ist sehr groß, sehr großzügig geschrieben. Man flitscht da so durch die Seiten auch durch. Das ist auch hier so gewesen. Allerdings war die Grundstimmung in dem Buch halt sehr traurig, aber auch so, dass es mich eigentlich permanent beim Lesen runtergezogen hat. Und das hat für mich persönlich nicht funktioniert, weil es mir einfach nicht gut ging. Also und die ganze Zeit nicht gut ging und ich auch irgendwie keinen Lichtblick hatte. Und irgendwie ist dieses Buch nicht so bei mir angekommen, wie es, glaube ich, ankommen soll. Und nach circa der Hälfte des Buchs hat es mich dann auch irgendwie verloren. Zum Ende hin war ich dann wieder dabei, aber zwischendurch habe ich mir einfach gedacht, ich bin einfach nur nicht gut drauf. Und deswegen werde ich auch den zweiten Band nicht lesen. Ich habe letztendlich trotzdem 3 gute Sterne vergeben, weil es trotzdem gut geschrieben war. Es war einfach die Grundstimmung, die für mich nicht gepasst hat, die ich für mich nicht mochte. Das ist aber, glaube ich, ganz, ganz individuell. Das muss jetzt nicht jeden stören. Es war einfach, glaube ich, so ein Lina-Ding an der Stelle. Ich finde das Cover auch wirklich sehr gut gelungen. Das passt auch sehr gut, dass man eben dieses Herz hier dann auch drauf hat. An sich würde es mich schon interessieren, wie es dann im zweiten Band weitergeht mit den beiden. Also hier ist es wirklich, geht es eben um die beiden und im zweiten Teil geht es dann da weiter. Bei Vienna übrigens auch, bei Azur Blau ist es nicht so, da ist es im ersten Band abgeschlossen und im zweiten Band geht dann die Geschichte von Chloe los. Ja, deswegen wird das Buch, denke ich, auch wieder ausziehen. Es war trotzdem ein gutes Buch, aber konnte mich jetzt nicht so überzeugen, dass ich dort weiterlesen möchte. Dann hat die Rache des Sub mal wieder zugeschlagen und ich habe ein Rache des Sub-Buch dann auch gelesen. Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro, Nobelpreisträger für Literatur aus dem Blessing Verlag. Ich finde die Ausgaben aus dem Blessing Verlag sehr, sehr schick von Kazuo Ishiguro. Und ich stand dann damals vor dem Regal, vor diesen ganzen Büchern von ihm und habe mir überlegt, mit welchem fängst du dann jetzt an? Und ich habe damals das empfohlen bekommen vom Buchhändler. Und dachte, gut, okay. Und ich hatte das auch schon, ich meine, bei den Bookfriends gesehen und hatte das nicht auch, ich glaube, das haben mehrere gelesen. Hier geht es um eine Gruppe junger Menschen, um 3 eigentlich. Katie, Ruth und Tommy wachsen im Halesham auf, einem Internat, das auf den ersten Blick wie jedes andere wirkt. Ein Sportplatz, freundliche Klassenzimmer, getrennte Schlafsäle für Jungen und Mädchen. Aber die Kinder werden vollständig von der Außenwelt abgeschirmt und die Lehrer, so engagiert und freundlich sie auch sind, heißen hier Aufseher. Katie, Ruth und Tommy wissen, dass sie ein besonderes Schicksal teilen und dieses Wissen verbindet die 3 durch alle Stürme der Pubertät und Verwirrungen der Liebe hindurch. Das ist ein Roman, der eben diese 3 Personen begleitet. Wir sind aber, ich meine, immer bei Ruth dabei. Es gibt auch einen Teil, der eben in der Zukunft oder Gegenwart spielt, einen Teil dann eben aus der Vergangenheit, wo die eben noch jünger sind, Kinder, Jugendliche. Und das zieht sich dann so Schritt für Schritt durch das Leben der 3 durch. Und man weiß auch ganz, ganz lange nicht, was ist denn jetzt das Spezielle an der Schule? Man hat hier und da dann aber schon so Fingerzeige, wo man so Vermutungen anstellt, warum, wieso, weshalb das Ganze so ist. Und das war auch das, was einem so ein bisschen durch die Geschichte getragen hat. Es ist ganz viel Charakter-Building drin, also einfach dieses Zwischenmenschliche hat hier ganz vorne mit dabei gespielt. Manchmal hat mich das Buch aber auch so ein bisschen verloren, weil es mir dann zu wenig Zug durch die Geschichte war. Das ist falsch zu sagen, es plätscherte vor sich hin, so war es dann auch nicht. Aber ja, das ist mit Sicherheit, es ist ein sehr gutes Buch. Aber ich glaube, mir hätte da hier und da noch ein bisschen mehr Action gefehlt. Das ist so ein komisches Wort dafür, aber so ein bisschen mehr, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen mehr Schub durch die Geschichte. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Nichtsdestotrotz habe ich dann letztendlich, was habe ich gegeben? Moment, ich muss gucken. 3, ne? Ja. Habe ich 3
gute Sterne gegeben. Es geht um Freundschaft. Gut, das große Thema, was eben hier drumherum spinnst. Ich weiß auch nicht. Deswegen, also ich habe 3 Sterne gegeben und ich werde trotzdem, denke ich, auch, wenn sich's ergibt, nochmal was von Kazuo Ishiguro lesen. Das ist übrigens übersetzt, das habe ich noch gar nicht gesagt, Entschuldigung, von Barbara Schaden. Und das Nachwort, das da eben noch dabei ist, ist übersetzt von Claire Missoud. Genau. Ein gutes Buch. Und das kann man sich auch wirklich mal angucken. Es ist halt ein besonderes Buch auch irgendwie. Dass man, ja, man kann nicht immer nicht alles so richtig in Worte fassen, wenn man, vor allem wenn man nicht sagen kann, worum geht's eigentlich. Dann habe ich noch 2 Fantasy-Bücher gelesen, wie vorhin schon versprochen. Und zwar zu einem von Sophie Kim, Kings and Thieves, die letzte der Sturmkrallen aus dem Löwe Verlag. Das ist übersetzt von Anne Brauner und Susanne Klein. Und hier geht es um Lina. Dieses Buch habe ich bei der Buchmesse gesehen, habe gesehen, dass es um eine Lina geht. Und dann dachte ich mir so, ich habe noch nie ein Buch, glaube ich, über eine Lina gelesen und dachte mir so, komm, es hat einen schönen Buchschnitt. Ich habe es nicht bei der Buchmesse gekauft, aber da auf meine Wunschliste gesetzt und dann ist es im Mai auch bei mir eingezogen. Und zwar, worum geht's? Ein König, eine Diebin, ein tödlicher Deal. Lina ist eine Sturmkralle, eine Diebin und Assassine. Da wird ihre Gang von den Schwarzkranichen getötet und Lina muss für die Mörder arbeiten, bis ihr nach einem Diebstahl Rui erscheint, der Herrscher der mächtigen Dukaebi. Zur Strafe für ihre Tat entführt er Lina in sein Reich. Dort bietet Rui ihr jedoch einen Deal an. Gelingt es ihr, ihn innerhalb von 14 Tagen zu töten, lässt er sie gehen. Das Problem, Dukaebi gelten als geradezu unsterblich und Lina kommt dem König näher als gedacht. Das Buch hat ganz viel mit mir gemacht. Ich bin da auch sehr, sehr schnell durchgekommen. Das war wirklich schön. Das ist so eine Enemies to Lovers Geschichte, also dieses, wir hassen einander brutal und dann geht es irgendwann eben zur Liebe über. Und das hat für sich die einzelnen Szenen super funktioniert. Was für mich nicht gepasst hat, war der Switch, also vom Hassen zum Lieben. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Das ging mir zu schnell, das war mir zu plump, das war wirklich nicht so dolle. Darüber hinaus gab es auch wirklich viele interessante Nebencharaktere, wo man aber leider nicht wirklich viel drüber erfahren hat. Das war ein bisschen schade. Man hat innerhalb der Geschichte immer wieder so Rückblicke von Lina zu der Zeit bei den Sturmkrallen, die aber einfach auftauchen mitten in der Geschichte oder am Kapitelanfang. Aber man weiß jetzt gar nicht, hey, in welcher Zeit lese ich ihn jetzt hier gerade? Wer ist das jetzt hier gerade? Man hat es immer nicht so mitbekommen. Das war ein bisschen schade. Das hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen sich abgehebt hätte oder einfach zwischen den Kapiteln ist oder so. Darüber hinaus waren diese Textpassagen aber auch total irrelevant, weil ich das, was Lina in der Vergangenheit dann eben erlebt hat, eigentlich auch mir schon selber erschließen konnte und das auch relativ einfach, ohne viel nachdenken zu müssen. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, das hat mich mal so aus der Geschichte rausgerissen. Das fand ich, hier und da war es vielleicht noch so ein bisschen, um Lina besser kennenzulernen und ihre Eigenarten oder warum oder wieso, weshalb sie so oder so handelt. Okay, aber es hätte man auch anders einbauen können. Es hätte nicht mit stets und ständig diesen Rückblicken sein müssen. Das hat tatsächlich für mich jetzt nicht ganz so gut geklappt. Der Zweitband ist jetzt inzwischen auch schon erschienen. Ich meine im Juli jetzt. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Ich werde definitiv weiterlesen, weil spannend war es schon. Also die Geschichte, der Plot, diese Fantasy-Welt, die hier aufgemacht wird, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen werde ich auch unbedingt weitermachen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich gegeben habe. 3,5 Sterne habe ich letzten Endes vergeben, weil es trotzdem auch sehr gut war. Und ich freue mich auf den zweiten Band, den es auch wieder mit Buchschnitt gab. Ich muss mal gucken, ob ich noch eins mit Buchschnitt ergattern kann. Ansonsten ist es halt nicht so. Ich finde auch dieses Blau-Lila finde ich eine sehr, sehr tolle Kombination. Es waren auch viele asiatische Begriffe drin. Ich weiß jetzt nicht, ist es aus dem Koreanischen gewesen? Von wo? Aber es ist ja so eher so ein asiatisches Setting, sage ich jetzt mal. Und da gab es auch so ein paar Begriffe, die mir irgendwie nichts gesagt haben, wo ich nicht genau wusste, wie ordne ich das letztendlich ein. Vielleicht hätte hier und da eine Erklärung geholfen, aber vielleicht bin ich doch einfach nicht so drin wie andere. Das kann natürlich auch sein. Ich lese ja auch eher selten in diese Richtung. Und dann habe ich noch ein Highlight gelesen im Mai. Und wer
den Mitya Book Freak Tag, den ich mit Jula zusammen gemacht habe, gesehen hat, der weiß, was jetzt kommt. Und zwar von Ursa Jaumann, Dragon Games, Herz aus Feuer. Das war eine große Überraschung für mich auch. Nichts ist so wie vorher, es wird nie wieder wie vorher sein. Es ist mir egal, ob ein Krieg kommt, ob morgen schon die Welt in Flammen steht, solange ich heute hier sein kann bei dir. Es ist Romantasy, hier geht es um, wie hieß sie? Vic? Genau. Und Vic ist fest entschlossen, Drachenritterin zu werden. Allerdings dürfen Frauen keine Drachenritterin werden, weil es nur Drachenritter geben soll. Und deswegen verkleidet sie sich in jungen Jahren schon als Junge, um eben als Knappe einem Drachenritter dienen zu können, um eben die Chance darauf zu haben, Drachenritter zu werden. Eines Tages verstirbt dann aber ihr Drachenritter und sie wird einem neuen Ritter zugeteilt. Und ja, dann nehmen die Geschehnisse so ihren Lauf. Es ist ein ganz, ganz großes Turnier, was ansteht. Und dann gibt es Maskenbälle, wo man dran teilnehmen muss, wo sie aus Umständen heraus als Frau teilnehmen muss. Und dann lernt sie ihren Drachenritter nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Es gab hier und da so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, so... Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Es gibt hier eine ältere Dame, die gewisse Dinge weiß, wo ich zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiß, woher sollte sie das wissen. Das ist ein bisschen weit an den Haaren herbeigezogen gewesen. Nichtsdestotrotz sehr spannend, sehr romantisch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es sollen, glaube ich, mehrere, ich glaube, es soll 5 Bände werden oder sowas. Ich weiß es nicht. Das hat Ursa Jaumann im Self-Publish rausgebracht. Meine Schwester ist da als E-Book drauf gestoßen, hat gesagt, Lina, das musst du lesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie mir das jetzt auch zum Geburtstag geschenkt hat. Wer mal wieder eine Drachengeschichte lesen möchte, ist hier wirklich sehr gut aufgehoben. Ich habe letztendlich meine 4 Sterne vergeben. Genau, 4,5. Sehr, sehr cool, hat mir gefallen. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt im zweiten Band weitergehen will, weil dieses ganze Thema rund um diese Bälle und so ist ja dann beendet. Und jetzt ist die Frage, wo geht die Geschichte hin? Welcher rote Faden spinnt sich da jetzt noch durch? Ja? Ich bin sehr gespannt, freue mich aber auch sehr darauf. Das war mein Lesemonat Mai. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Ich kann euch schon sagen, dass der Juni auch nochmal richtig gut gelaufen ist. Da habe ich sehr viele Bücher gelesen. Ich glaube, nochmal 2 mehr. Es waren auch wirklich sehr, sehr viele. Gut, ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt es fein und in diesem Sinne weiterlesen.